Hallo meine Lieben, ihr seht ein großes leeres Paket und das ist das Päckchen für das Wanderpaket und das möchte ich jetzt erstmal packen, damit ihr einmal seht, was ich da überhaupt alles reingepackt habe, bevor es auf die Reise ging. So, und ich muss jetzt hier leider ein bisschen um die Kamera drumherum arbeiten, weil das Ding wirklich groß ist. Es wirkt auf der Kamera leider nicht ganz so groß, aber ich versuche mal gerade euch hier raus zu zoomen. So habt ihr vielleicht ein bisschen besseren Eindruck, was für ein Kaventsmann das eigentlich ist. So. Und deswegen musste ich die Sachen jetzt hier alle ein bisschen daneben stellen und muss jetzt mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. So, ich fange mal an mit den bisschen größeren Sachen. Hier habe ich so ein Stickerteil 30x30. Und hier sind halt verschiedene ziemlich stabile Sachen. Also es ist so eine dickere Pappe auch. Und da sind so verschiedene Hochzeitssachen drauf. Das habe ich doppelt. Deswegen kommt das einmal mit in das Wanderpaketchen. Dieses hier hatte ich mal drin in einer Post von Dieter, aus dem Shop von Dieter. Da hatte ich so ein Überraschungspaket und mir gefällt es nicht so sehr. Deswegen kommt es mit hier rein. Ihr erinnert euch, ich habe ja aufgerufen für dieses Paket, dass man hier eben Sachen austauschen kann, die einem nicht so zusagen oder die man halt nicht verwenden wird. Und genau. Also hier habe ich etwas drin, das habe ich mal bei Aldi gekauft. Das ist so ein Set. Da sind halt ziemlich viele Sachen drin, verschiedene, wo man dann auch Karten und alles Mögliche mit basteln kann. Hier hinten einmal so eine kleine Übersicht, was da alles drin ist und was man da alles so mitmachen kann. Auch das wandert mit rein, weil mir die Farben nicht so gut gefallen. Auch das hier hatte ich mal bei Dieter, glaube ich, mit drin und hat mir auch nicht so gut gefallen. Das packe ich, glaube ich, mal hier drunter, sonst geht das andere unter. So, dann hatte ich aus einem Laden mir mal Snoopy-Sticker gekauft und Tweety. Ja, eigentlich ganz süß. Ich habe sie aber doppelt und deswegen kommen sie jetzt einmal mit hier rein. Ich werde sie sowieso wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, wer meine Tauschpäckchen und so beobachtet hat, weiß, dass ich dieses Teil hier mittlerweile dreimal habe. Das ist noch original eingepackt und kommt jetzt einmal mit in dieses Teil. Das hier habe ich mir mal gekauft, auch vom Action. Und ja, ich werde es, glaube ich, niemals basteln. Und bevor es jetzt bei mir hier rumfliegt, kommt es in das Paket. Und diese Teile hier finde ich jetzt auch ganz passend. Wir gehen stark auf Weihnachten zu und eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube aber, dass ich sie mir nirgendwo hinhängen werde. Und sie jetzt nur für ein Video zusammenzubasteln und dann liegen sie in der Ecke rum, finde ich es zu schade. Soll jemand anderes Spaß mit haben. So, diese drei Sachen kommen auf jeden Fall auch mit in den Karton. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie so ein bisschen, ja, so ist glaube ich besser, ne? Ups, genau falsche Richtung. So, entschuldigt, ein bisschen an der Kamera rumgefuchtelt. So, dieses hier hatte ich einmal in einem Tauschpaket und ich werde es für mich nicht basteln. Ich nehme mal an, dass das auch irgendwann mal vom Action war, so wie das hier oben aussieht. Also mir gesagt, ist nicht so zu, deswegen kommt auch das in dieses Päckchen hier rein. Diese habe ich mir mal gekauft und ich habe davon echt viele. Und ich bin auch nicht so mega zufrieden mit denen. Also ich persönlich komme mit denen nicht so gut klar. Vielleicht kommt ja jemand anders besser damit klar. Zack. So, bei diesen beiden Sachen. Ich hatte ja gesagt, immer nur komplett bzw. neue Sachen. Hier sind alles Stifte, die ich dreimal habe. Also nicht doppelt, sondern wirklich dreifach. Ich habe jetzt aber darauf geachtet, dass in jedem Päckchen wirklich alles unterschiedliche Farben sind. Die sind nicht original, wie sie mal waren, aber es sind komplette Sets, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Und wenn es jetzt bei einem ankommt und der sagt, hey, ich möchte die Farbe lieber als die und tauscht da eine Farbe aus, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass es jemand machen wird, aber ja, also dreifach brauche ich die Farben jetzt nicht unbedingt, deswegen kommen sie damit rein. Und vielleicht haben wir ja auch jemanden dabei,
der eben nicht so an Action-Sachen rankommt und der freut sich vielleicht drüber. Gut, ich mache mal weiter mit Blöcken. Und zwar habe ich hier einmal so einen Disney-Prinzessinnen-Block und ich sehe gerade, hier oben ist so ein Kleber dran. Hier habe ich dann einen mit Minnie Maus. Und dann habe ich zwei solche Blöcke hier. Einmal diesen hier. Ich zeige euch mal so ungefähr, was da so an Papier drin ist. Ja, für ein Album ist der eigentlich sehr schön, aber ich weiß, ich werde ihn nicht benutzen. Und deswegen kommt er rein. Diesen hier finde ich noch schöner, habe ich aber doppelt. Und so oft werde ich den, glaube ich, auch nicht verwenden. Deswegen wandert auch der mit in die Post. Und ihr wisst ja, ich stehe halt einfach nicht so auf Blümchen. Und das ist auch mit ein Grund, warum der mit in den Karton hier wandert. Okay, ich glaube, ich mache mal weiter mit Stempeln. Oder, warte mal, die sind noch zu klein. Ich fasse mal da hinten rüber. Also, ich habe ein paar Stempel, die ich auch doppelt und dreifach habe. Das sind einmal hier diese Kakteen zum Beispiel. Die kommen mit hinein. Dann habe ich hier solche Kätzchen mit einer passenden Stanzform. Diese hier kennt ihr wahrscheinlich schon aus einem Haul. Und die habe ich hier zwei von denen. Und zwei von denen, falls die mehrere Leute gerne austauschen möchten. Da ich die ja auch dreifach gekauft hatte, ist das überhaupt kein Problem. So, dann habe ich mir irgendwann mal auch vom Action hier so ein Smiley-Set gekauft. Und ihr seht, es ist immer noch ja, verpackt und nicht benutzt, nicht mal ausprobiert. Und ich glaube auch nicht, dass ich es jemals noch verwenden werde. Also eigentlich finde ich die echt cool. Und habe auch dreimal überlegt, ob ich sie reinpacke oder nicht, weil eigentlich, ja, so ein Smiley passt eigentlich immer mal schnell. Aber wie gesagt, ich habe es nicht verwendet. Vielleicht tut es jemand anders. Genauso wie diese drei hier. Das sind diese Regenbogengeschichten, die es beim Action mal gab. Und da sind ja auch hier immer Stempel mit dabei, also solche kleineren. Und dann habe ich noch dieses hier. Ja, ich habe heute eine andere Kamera, deswegen ist es gerade für mich ein bisschen schwierig, vor allem mit dem Licht hier an dem Platz. Aber an meinem normalen Filmplatz wäre es nicht gegangen. Dieses hier habe ich einmal aufgemacht, weil ich mir das Stempelkissen mal angucken wollte. Benutzt habe ich das Ding aber nie. Ja, also wie gesagt, Stempel drei Stück von denen. Ich mache mal weiter mit den Teilen. Davon habe ich mir, als die rausgekommen sind, von jeder Farbe und von jedem Material eins geholt. Und diese hier, die mag ich nicht so. Upsi. Und deswegen möchte ich die jetzt gerne mit in das Tauschpaket packen. Vielleicht kann die ja jemand gebrauchen. So, es geht weiter. Hier habe ich so 3D-Sticker vom Action. Die kommen mit rein. Dann diese Sticker hier, aber auch nur deswegen, weil ich die dreimal habe, weil eigentlich finde ich die mega schön und lieb die. Aber ich denke, dreimal werde ich sie nicht verwenden. Und wenn ich sie dann irgendwann mir irgendwann sage, ach Mensch, hätte ich sie doch gern behalten, dann ist es halt einfach so. Hier nochmal 3D-Sticker von Action. Ich versuche das mal weiter wegzuhalten, dann könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. Hier auch diese. Und diese 3D-Sticker hier, das war mal ein Dankeschön von Dieter. Finde ich eigentlich auch sehr schön, ich werde es aber nicht benutzen. Ist mir zu blumig. So, jetzt muss ich erstmal schauen, damit ich hier weitermache. Ah ja, von diesen Dingern habe ich auch ganz viele verschiedene vom Action. Und weil die mir halt auch ein bisschen Platz hier wegnehmen und ich nicht weiß, ob und wann ich sie benutze, habe ich die auch einmal mit reingetan. So. Ja, ihr habt es gesehen in meinen Videos, wo ich Sachen vorgestellt habe, die ich doppelt und dreifach gekauft habe. Darunter waren eben auch einige Stempeln mit Stanzen, andere normale Stempel. Dann auch hier wieder mit Stanze, hier auch.
Das waren alles die, die ich doppelt gekauft hatte. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt warte, bis sich jemand meldet, packe ich die einfach mit hier rein. Dann habe ich hier dieses Standteil noch einmal dabei. Diese drei hier, weil ich die dreifach hatte. Also wer da noch Interesse an einem Tausch hat, die habe ich auf jeden Fall noch mal doppelt. Dann habe ich alle von den roten hier jetzt mit reingetan. Alle blauen einmal. Also, ja, weiß nicht, ob das alle sind, aber alle die, die ich halt noch doppelt hatte. Diese und dann hier von den grünen, eine Brille, Gras mit Blümchen. Ich weiß gar nicht, was da steht. Kann ich gerade nicht lesen, sieht aus, als wenn da irgendwas steht, aber ich kann es gerade nicht entziffern. Und diese Gelane, also diese Die-Cuts habe ich auch alle noch mit reingetan. Dann gab es mal diese Dosen mit Glitzer und da habe ich mir mal damals 5 Stück von geholt. Und ja, die kommen jetzt auch mit da rein, weil die werde ich im Leben nicht alle aufbrauchen. Dann habe ich hier solche Schleifen, Knöpfe und Bänder alles passend zusammen. Das war auch mal von Action. Die Farben mag ich aber nicht so, deswegen werde ich das auch nie benutzen. Und das hier war mal in einem Paket von Dieter mit drin. Das sind hier solche Knöpfe, die aus Pappe sind. Finde ich eigentlich ganz schön. Und ich würde sie bestimmt auch irgendwann verwenden, aber momentan habe ich irgendwie keine Lust auf die. Deswegen kommen auch die mit da rein. So, hier habe ich noch solche dunklen Rosen. Die waren auch mal vom Action. Dieses hier werdet ihr auch kennen. Das war von meinem letzten Einkauf. Das hatte ich auch doppelt gekauft. Genauso wie diese 3 Sachen hier, die waren auch doppelt gekauft, kommen jetzt auch mit da rein. Dieses hier hatte ich, glaube ich, mal in irgendeinem Tauschpäckchen mit drin und da wollte ich mir eigentlich was draus machen. Das ist hier wie so eine Spiegelplatte, also so eine, ja, Magnetplatte, also Metallplatte auf jeden Fall, und hier sind 6 Magneten drin. Finde ich auch eigentlich ganz süß, aber ich glaube, ich werde es doch nicht verwenden. Ich weiß auch nicht, ob diese Platte hier hinten, ob die klebt. Nee, die klebt nicht. Das ist einfach nur so eine Platte, die könnte man dann verwenden und dann könnte man da was dran machen. Ich werde es aber nicht benutzen, es liegt zu lange rum und deswegen kommt es jetzt mit ins Tauschpaket. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Klebeband und zwar 2-mal diese Eulchen, weil die waren eigentlich immer sehr beliebt und ich kann mir vorstellen, dass es da auch 2 Leute von gibt, die die gern hätten. Womit mache ich weiter? Das hatte ich schon angekündigt von Stampin' Up, dieses Teilchen, was man zum Stempeln benutzt, also so eine Stempelunterlage. Das ist hier so ein festes Schaumstoff und ich habe mir die aus Versehen doppelt gekauft. Und wenn man auf diese Platte, also sein Papier da drauf legt und dann stempelt, hat man wirklich einen super schönen Abdruck und deswegen kommt das jetzt mit hier rein, weil es einfach zu schade ist, damit es hier irgendwo rumliegt. Einmal dieses Klebeband hier mit den super süßen Waldtierchen. Ja, ich liebe das. Ich habe davon aber noch 5 Rollen, deswegen gebe ich da gern eins von ab. Ein Stickerbogen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, sind das Sticker? Little Notes? Nein, sind keine Sticker. Das sind einfach nur solche Sachen, die man aber irgendwo drauf kleben könnte. So kleine kleine Notizteilchen sind das von Gorgeous. Finde ich auch sehr süß. Hätte ich bestimmt auch irgendwann verwendet. Aber ich habe mir auch gedacht, Mann, du musst auch echt ein paar, kannst ja nicht nur Action-Sachen hier reinlegen. Diese Gorgeous Stempel habe ich auch doppelt. Die werde ich auch mit hier rein tun. Okay, jetzt muss ich noch einmal kurz gucken und überlegen. Und zwar, ja, das gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt mit in ein Bastelpaket. Das habe ich mir aus China mal bestellt. Also wer sich das einfach so rausnehmen will als kleines Geschenk, der kann sich das einfach so rausnehmen. Das ist halt hier so ein Slushy und ja, das ist ein Schlüsselanhänger. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen gefällt. Ich war total heiß auf diese Teile
und habe auch einiges von denen mir gekauft. Aber man benutzt ja auch nicht alles und ich finde es aber trotzdem toll, wie ihr schon seht. Kann ich meine Finger da gar nicht von lassen, da drauf rumzuquetschen. Also ich liebe diese Teile, aber ich möchte es gern weitergeben. So. Diese Tüte hier ist voll von solchen Perlen, die das Loch halt so längst haben, wo man ja dann ein, zum Beispiel hier ist so ein Beispiel, da ist so ein Stab durch und dann kann man da eine Perle hier jetzt in der Mitte, einen Moment, davon habe ich hier noch mehr, da, das gehört eigentlich theoretisch hier mit rein, das müsste ich gleich mal rausnehmen und hier noch mit rein tun. Und hier sind dann eben so runde Teile drin. Ich habe die mal bekommen in einem Tauschpäckchen von meiner lieben Miss Fruchteis. Leider sind die aber nicht so mein Geschmack. Und ja, wir beide, wir sind uns da überhaupt nicht böse. Wenn dem einen was nicht gefällt, dann gibt man es halt weiter. Und so mache ich das jetzt mit den Teilen. Die haben ganz coole Farben. Aus manchen kann man bestimmt auch was Cooles machen, aber ich werde es nicht benutzen. Deswegen kommen die hier mit rein. Das Teil werde ich jetzt hier noch, da hatte ich halt mal was ausprobiert und wie ihr seht, nachdem ich es ausprobiert habe, hat es mir immer noch nicht gefallen. Ich habe es dann halt trotzdem wieder weggetan. So, dann habe ich als Kleinkram noch einige Perlchen. Das hier sind einmal so braune mit so einem Kupfer, weiß ich nicht. Die haben halt solche Stränge da noch mit drin. Ja, sind eigentlich ganz schön, nobel, aber irgendwie passt mir die Form nicht. Hier sind einfach so klare, wo gar nichts groß weiter dran ist. Sehen so ein bisschen aus wie Glasdiamanten. So, dann habe ich hier welche in rosa und auch wieder mit so, da sind glaube ich so kleine Fäden oder so mit eingegossen. Also die sind eigentlich sehr edel und glitzern auch so ein bisschen, aber ich werde sie einfach nicht benutzen. Dann habe ich solche noch mal hier in weiß mit so ja, goldbraun, ein dunkles Gold oder so ein bräunlich. Auch solche Fäden wieder mit rein. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt mit dieser Kamera. Entweder blendet es oder es ist zu wenig Licht. So, dann habe ich hier so durchsichtige. Die sind sehr, sehr schön. Sind mir persönlich aber zu groß und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Genauso wie diese hier. Auch die waren beide mal in einem Tauschpäckchen von Miss Fruchteis. Und ja, wie gesagt, mir sind sie einfach zu groß. Ich habe keine Ahnung, was ich mitmachen soll. Deswegen dann diese Rainbow Drops. Da ist es theoretisch das Gleiche. Ich weiß irgendwie mit den Farben auch nicht so richtig, was anzufangen. Und ja, kommen mit hier rein. Zu guter Letzt, ich versuche mal das eine Teilchen hier drin zu drehen, damit ich euch alle so ein bisschen zeigen kann, habe ich dann hier noch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Druckknöpfe. Ja, mal gucken, steht das hier scharf, ja. Und da sind 6 verschiedene drin von Gorsches. Ja, waren halt auch mal aus China und sind halt diese Druckknöpfe hier. Die sind auch, glaube ich, mittlerweile vergriffen. Also ich wollte sie mir irgendwann nochmal nachbestellen, habe sie nicht mehr gefunden. Und die kommen auch mit da rein, die kommen hier zu dem Kleinkram. So, dann dachte ich mir, ich mache auch was Selbstgenähtes mit rein. Und ja, Goldbuddy hatte mir geschrieben, dass es doch keine schlechte Idee wäre, da vielleicht den Wert ein bisschen mit reinzuschreiben, damit man so in etwa weiß, ja, was man dagegen tauschen soll. Ich finde es immer sehr, sehr schwer, bei den selbstgemachten Sachen da einen Preis festzulegen, weil ja, die Arbeitszeit, die man da reinsteckt, die darf man eigentlich nicht berechnen, weil dann werden die Sachen unbezahlbar. Aber ich würde sagen, dieses Teil mit ja, circa 20 Euro, also wenn man so 18 Euro, würde ich es schon im Internet auf jeden Fall verkaufen. Also etwa 20 Euro, das dürfte schon passen. Das ist so ein Organza, also man hat hier 2 Fächer. Wenn man den Reißverschluss aufmacht, sind drin nochmal 2 Fächer. Hier oben ist ein großes Fach, hier ist ein großes Fach, wo ein A5-Buch rein kann. Und auch hier auf der Seite sind nochmal 2 größere Fächer und hier oben noch ein Fach. Also da kann man einiges sich reinsortieren
und kann das dann zum Beispiel in seine Handtasche packen und hat dann in der Handtasche nochmal so einen Organizer. Das kommt mit hinein. So, dann hatte ich ein paar selbstgemachte Teilchen und zwar einmal diese Box hier, das ist ja diese Magic Box, wo man dann so dran zieht an dem Deckel und dann geht der eben nach oben so auf und dann hat man da dann eben die Sachen drin versteckt. Das gleiche habe ich nochmal mit diesen Stickern hier beziehungsweise mit diesen ausgestanzten Teilchen und bestempelt. Ja, ringsrum beide einfach nur in diesem Gold. Also hier ist jetzt nichts weiter dran. Und dann hatte ich dieses Teilchen hier mal gebastelt von Gorsches. So ein, ja, wie so ein Bilderrahmen quasi. Mit einem Gorsches-Bildchen drin und ein bisschen Deko. Und hier hinten ist noch eine kleine Karte drin. Ja, das packe ich jetzt auch mit in das Päckchen zum Tauschen. Vielleicht mag ja auch jemand was Selbstgemachtes vertauschen. Hier habe ich zwei Sets und die sind jedes Mal wirklich einzeln. Hier habe ich einmal dieses Set, was ganz neu im Stampin' Up Herbst-Winter-Katalog drin ist. Dieses Set von Halloween, ihr habt das auch schon in meinen Videos gesehen, ich habe da schon mit gebastelt. Und hier sind drin einmal diese Hexe, der Kessel und der Hut. Und hier hinten steht auch nochmal drauf, wenn es denn scharf gestellt wird, welches Set es ist. Und hier steht, es ist nicht komplett, dafür ist es aber koloriert. Und hier sind dann eben nur diese drei Teile drin. Packe ich mal da hinten mit hin. Und hier habe ich das Ganze nochmal, aber wirklich komplett. Und zwar sind die Sachen nicht koloriert. Ihr habt aber jeden Stempelabdruck, den es da in diesem Set gibt, habt ihr hier einmal drin. Und auch zusätzlich habe ich noch ein paar andere Teilchen dazu getan, die auch noch zu Halloween passen. Und auch die Stanzteile, die da drin sind, also hier wie zum Beispiel jetzt dieses Spinnennetz, einmal in Schwarz habe ich euch da auch mit reingetan. Und ihr wisst vielleicht, da gab es ja dieses Teilchen hier unten. Und das gehört noch mit zu diesem Halloween-Set, wo man diese Handstanze hat, die aussieht wie eine Glühbirne. Das passte jetzt aber hier mit rein, deswegen habe ich das hier auch noch mit dazu getan. Da könnt ihr dann nochmal selbst kreativ werden. Dann habe ich hier so eine Halloween-Karte gebastelt. Die habe ich da auch noch mit reingemacht. Und zwar ist das so eine Teelichtkarte. Ich packe die gerade mal aus, dann kann ich euch das noch einmal zeigen. Und zwar ist das entweder einmal so eine ganz normale Karte. Man kann die so aufklappen und man kann sie so aufklappen. Und dann kann man sie so hinstellen und hat dann eben einmal eine Deko. Und nach hinten weg leuchtet dann, leuchtet dann hier durch eben, wenn man da ein Teelicht in der Mitte stellt, leuchtet dann eben hier das Licht schön durch. Ihr seht das hier jetzt von der Lampe so ein bisschen. Dann leuchtet das eben da so durch. Und auf der Seite hat man dann eben eine schöne Karte. Kann man so zusammenklappen und dann ist es eine normale Karte. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht zum Weiterverschenken oder einfach zum selber hinstellen. Wer es gerne mag, ein paar selbstgemachte Sachen finde ich auch immer ganz schön. Und jetzt habe ich die Karte falsch rum reingetan. Ist wieder Vorführeffekt, ne? Sowas passiert immer gerne in den Videos. So, okay, jetzt haben wir es wieder richtig. Das packe ich auch da hinten mit hin. Und hier habe ich noch eine selbstgemachte Karte. Ich gucke mal wegen dem Licht. Ja, und hier seht ihr, ist die Hexe quasi so ein bisschen hinter dem Spinnennetz gefangen. Und hier oben steht dann, könnt ihr es selbst lesen? Ich glaube, es geht nicht so richtig wegen dem Licht. Bubble, Bubble, Toll und Trouble. Und ich packe auch diese Karte einmal aus und zeige sie euch. Und wenn ihr dann eben das Ganze aufklappt, dann ist einfach nur dahinter halt diese Hexe. Und da kann man eben selbst noch ein bisschen gestalten oder einen schönen Text reinschreiben oder wie auch immer. Und hier unten steht noch Happy Halloween. Genau. Und das war es auch schon mit dieser Karte. Mehr ist da gar nicht Spektakuläres dran. Und die hat natürlich einen Briefumschlag dabei.
Ja, ihr Lieben, ihr werdet euch jetzt wundern, hier ist noch ziemlich viel Platz drin. Ich finde aber, dass dieser Karton erstens schon riesig ist. Zweitens finde ich, dass mehr als genug Sachen drin sind. Und ich dachte mir, dass wenn zum Beispiel jemand dieses Teil hier rausnimmt und sich jetzt sagt, so, ich habe jetzt kein einzelnes Teil, was jetzt 20 Euro wert ist und legt dann drei Teile rein. Und ich habe den Karton aber so gepackt, dass er wirklich genau bis zum Rand voll ist, dann hat man gar keinen Platz mehr, um größere Sachen reinzutun. Also es heißt ja nicht, dass die Leute was rausnehmen und dass das andere Teil genauso groß ist wie das. Es könnte kleiner oder größer sein. Und damit man ein bisschen mehr Spielraum hat, sage ich jetzt mal, habe ich den Karton größer gemacht. Wenn es jetzt bei einigen angekommen ist und die haben jetzt gesagt, okay, der Karton, da sind jetzt so viele Sachen raus und sind viele kleine Sachen reingekommen, der ist viel zu groß. Dann wird die nächste Person vielleicht einen kleineren Karton nehmen. Das ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. So, dann habe ich hier noch ein Blättchen drin mit den Regeln. Und hier hinten sind Briefumschläge drin. Und in den Briefumschlägen, oder beziehungsweise auf den Briefumschlägen, habe ich immer die Namen. Die Vornamen mit dem Hinternamen als Punkt, also mit dem Nachnamen als Pünktchen nur, also nur den ersten Buchstaben genommen und habe eben hier die Namen draufgeschrieben von allen, die mitmachen. Da drin sind dann die Versandtaschen für die nächste Person sozusagen. Also ich habe diese Aufkleber, die man von DHL bekommt, habe ich schon fertig bestückt. Das heißt, die Leute müssen wirklich nur noch ihre Karte aufmachen, ihr Teilchen aufmachen und dann ist da eben schon fertig beschrieben mit Absender und mit Adressenten, also wer es als nächstes bekommen soll. Und dann brauchen sie es nur noch auf das Paket kleben und das ist schon alles erledigt. Genau, so. So, ich habe hier eine riesige Schlange mit diesen Papierdingern und die werde ich jetzt hier oben drauf tun, damit der Karton eben doch schon voll ist und nicht alles so durch die Gegend fliegen kann. Und so werde ich den Karton jetzt füllen und dann werde ich ihn abschicken. Okay, ihr Lieben, ja, wie versprochen werdet ihr dieses Video sehen, wenn das Paket zu mir zurückkommt. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Es sind insgesamt 7 Leute, also ohne mich. 7 Leute, die jetzt mitmachen und ja, da wird es halt ein bisschen dauern, bis das Paket dann wieder bei mir ankommt. Okay, ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bin super, super gespannt, was ich dann alles zurückbekomme. Okay, ich sage Tschüss und bis bald.